Hallo liebe Freunde analogen Unterhaltung und ja, willkommen zu diesem besonderen Video hier von der BerlinCon. Huch und Yellow sind jetzt dran. Leider konnte da niemand kommen und die Spiele, die ich hier zu stehen habe, die werden euch auch schon bekannt vorkommen, weil ja, zufälligerweise ist glaube ich das einzige Mal hier von den ganzen Leuten, die da sind, haben wir jedes dieser Spiele ja sogar schon vorgestellt. Witchstone habe ich rezensiert mit dem guten Sven vom Brettballett. Last Message mit dem Alex hier schon gespielt und sogar Espresso Doppel haben wir schon eine Partie hinter uns und könnt ihr euch alles auf dem Kanal angucken. Von daher kann ich euch gar nicht mehr so viel neue Sachen hier zu den Spielen erzählen. Ich mache trotzdem noch mal eine kurze Übersicht. Sind natürlich auch die großen Neuheiten, die wir vermutlich eben auch in Essen zu haben sein werden. Und ja, zu Witchstone kann man einfach nur sagen, ein wirklich, 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 wirklich gutes Kennerspiel, auch wenn es am Anfang so ein bisschen zurückhaltend dröge aussieht. Aber Rainer Knezia steht drauf und steckt auch drin und ist wirklich ein tolles neues Kennerspiel mit Hexen-Thema und könnt euch gerne nochmal die Rezension angucken. Gehört zu den besten Kennerspielen des Jahrgangs. Tja, was soll ich sagen? Wirklich sehr, sehr schön. Darf man sich auf keinen Fall von der Aufmachung abschrecken lassen, wenn man es überhaupt abschrecken nennen will. Manche finden es vielleicht auch gut. Ich finde es so ein bisschen okayisch, aber super Spiel. Last Message. Auch das wirklich sehr interessant, hätte ich gar nicht gedacht. Ist ja so ein bisschen ein Mikro-Makro als Ratespiel. Man hat diese Wimmelbilder und ja, es ist auch so ein bisschen Treasure Island steckt da drin. Man hat eigentlich, genau genommen hat man drei Teams. Einer, der sozusagen so der Verbrecher ist, der sucht sich einen bestimmten Person aus. Einer, der im Prinzip der Tippgeber ist, also der... der Tippgeber und die anderen müssen raten. Und das Schöne ist, dass eben der Tippgeber hier Hinweise zeichnen und schreiben kann auf so ein gerastertes Blatt. Und der Mörder, der gesucht ist, der kann dann wieder Sachen ausradieren. Am Anfang mehr und je weiter die Runden gehen, immer weniger. Und das ist ein sehr interessanter Mechanismus, weil er alle drei Parteien eigentlich ziemlich gut beschäftigt. Also der Tippgeber muss natürlich gut zeichnen und malen, auch auf Zeit, der muss so ziemlich auf Zack sein. Es ist echt teilweise nicht leicht, diese Wimmelbilder zu entschlüsseln für die, die raten, aber auch der, der letztlich nur den, den Gesuchten aussucht, auch der hat eine wirklich interessante Aufgabe, weil es eben darauf ankommt, welche Teile der Hinweise lösche ich wieder. Da muss man wirklich auch strategisch vorgehen, weil eben die Detektive alle Hinweise, die sozusagen gegeben werden, auch kumulativ dann immer sozusagen Runde für Runde behalten, sodass eben der Tippgeber auch mal in diese Richtung Tipps geben kann. Dann merkt er, wo rennen die hin, auf was haben sie verstanden, was nicht und kann versuchen, das zu korrigieren. Und wenn man da clever löscht, dann kann man das auch schön ins Gegenteil verkehren, sodass die in die falsche Richtung rennen. Also das hat mich wirklich überzeugt, dass eben ja, alle drei Parteien wirklich ein tolles Spiel haben. Gleichzeitig geht es nicht lang, sodass man auch die Rollen gut schnell durchwechseln kann. Ich kann es nur empfehlen. Wirklich schönes Ding. Und zuletzt noch kurz Espresso Doppio. Ja, wir haben ja eine Partie gespielt, Alex und ich. Und ja, es ist halt sehr abstrakt, aber ich finde so als, gerade als Geschenk für kaffeeliebhabende Spieler ist es echt ganz witzig, weil man halt so mit diesen realen Dingern spielt. Es ist natürlich ein reiner Zweier, so ein bisschen so ein Duell, abstraktes Duellspiel. Muss man mögen, so eine Art von Spielen, sicherlich nicht für jedermann, aber so ein spezielles Geschenk für Leute, die irgendwie eine Affinität zum Kaffeethema haben, kann man definitiv machen. Funktioniert auf jeden Fall das Spiel, es ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber es ist eben sehr abstrakt, man muss so gegeneinander Aufgaben erfüllen und dabei so diese Tassen und Teller so vertauschen und macht dann halt auch immer die gegnerischen Sachen kaputt oder versucht sozusagen seine Sachen hinzutauschen und gleichzeitig dem Gegner schwer zu machen. Ja, so eine Art von Spiel ist Espresso Doppio. Und das waren die Hochneuheiten. Ich bedanke mich hier einfach nochmal an dieser Stelle nicht nur fürs Zusehen jetzt hier auf dem Kanal, sondern tatsächlich auch wirklich bei allen Ausstellern, beim Team und bei allen Besuchern, die diese Berlin BrettspielCon 2021 möglich gemacht haben. Ich kann nur sagen, ich bin mega zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist oder wie es gerade läuft, muss man ja sagen. Wir sind hier noch am Samstag, also wir haben noch, wir sind gerade mal bei der Hälfte eigentlich angekommen. Aber die Erleichterung, die ist schon sehr, 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 sehr groß.
Nicht nur, weil viele Leute da sind, sondern auch, weil alles hier reibungslos läuft, weil wir das Gefühl haben, dass wir vom Konzept her die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Wir haben das Gefühl, die Leute fühlen sich nicht nur sicher, sondern haben auch Spaß. Und wir haben eine gute Balance gefunden zwischen Sicherheit auf der einen Seite, aber eben auch unser Hobbyleben auf der anderen Seite. Und da bin ich wirklich froh und bedanke mich einfach nochmal bei allen, die da uns unterstützt haben. Und es gab eine Menge Leute, die uns da unterstützt haben. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, bis zum nächsten Video hier. Es kommen natürlich sicher noch einige Vorstellungen. Die werden wir alle vor Essen jetzt hier auf dem Kanal noch versenden. Aber auch nach der BerlinCon wird der Fokus auch wieder ein bisschen mehr zurückgehen auf die originelle Content-Erstellung hier bei uns. Und da könnt ihr euch sicherlich auch auf mehr Content freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.